Die rechte Hand könnt ihr schon spielen und die Akkorde in der linken Hand auch. Der C-Akkord hat die Töne C, E und G. Wir spielen jetzt das untere C allein und das E und G zusammen. Also vom Akkord der untere Ton und der mittlere und der obere. Dann kommt G7, wir spielen ein A und das F, E. Ich spiele auch.